Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC mit Man United. Und wir werden heute auf jeden Fall schon sehr, sehr nah rankommen an dem ersten Spieltag. Vielleicht zocken wir schon das erste Game, müssen wir mal gucken, was so passiert. Aber ich will auf jeden Fall auch in dieser Folge so ein bisschen die letzten Transfers tätigen, die getätigt werden müssen. Das bedeutet dritter Keeper vor allen Dingen und nochmal linker Verteidiger Backup. Ihr wisst es, ich bin einfach ein Fan davon zu sagen, dass die Mannschaft steht vor dem Saisonstart, dass man einfach das Team beisammen hat und nur noch was macht, falls es dann wirklich irgendwie nötig ist, falls eine Verletzung oder sonst was auftaucht. Aber wir gehen erstmal ticken vor, gucken, ob wir irgendwelche Angebote reinkriegen. Oh, und wir sehen, dass es Interesse an Hall gibt. Das ist natürlich nicht so geil. Girona will den haben. Butland haben wir jetzt übrigens mal gescoutet. Ist halt der Stammkeeper von den Rangers. Der ist schon fast ein bisschen zu gut, um ihn als dritten Keeper zu haben. Gehen wir aber mal kurz zu Hall. Weil den will tatsächlich hier jetzt Girona haben. Und die haben da ja schon Gutierrez. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich werde echt versuchen, ihn zu holen. Weil der gefällt mir an sich. Der hat einen relativ soliden langen Pass mit einer 71, hat einen guten Kurzpass mit 75. Also für die Verhältnisse. Er ist 19 Jahre jung, Engländer, gute Zweikampfwerte soweit. Komm, wir konzentrieren uns auch nochmal auf einen jungen Spieler hier aus England vom FC Chelsea und gucken mal, dass man ihn hier verpflichten kann, bevor Girona sich den schnappt. Wir bieten 9 Millionen, das akzeptieren sie instant, sehr schön. Also versuchen wir jetzt gerade den Transfer von Girona zu hijacken, indem wir hier dann eben Hall holen. Perspektivspieler, sehr gerne. 5-Jahres-Contract am besten. Perfekt, keine Freigabesumme, auch perfekt. Und beim Gehalt gebe ich dir gerne nochmal eine schöne Erhöhung. Von mir aus auch 60k, nimm das Geld. Hauptsache, du wechselst zum Manchester United und nicht zu Girona. Und damit hijacken wir den Girona-Transfer hier für Hall. Und holen uns nochmal einen jungen, talentierten linken Verteidiger. Das ist, denke ich, gar nicht mal so übel. Da hat man dann nochmal eine weitere Option. Haben uns hier dann tatsächlich nochmal verstärken können. Mit Hall. Vom FC Chelsea 9 Millionen. Das Geld ist auf jeden Fall wert. Ich wiederhole mich da zwar, aber Talente müssten so viel teurer sein in EA Sports FC. Das ist eigentlich Wahnsinn, wie man talentierte Spieler viel, viel zu wenig Geld kriegt. Also wenn man da konstant drauf setzen würde, hast du in 3 Saisons eine Monstermannschaft viel wenig Geld. Auf jeden Fall gucken wir mal auf seine Nummer. Nummer 18, ja, das passt. Das passt auf jeden Fall, hat er die Nummer 18. Haben wir nochmal eine weitere Alternative dort. Damit sind wir da jetzt auch doppelt besetzt. Bedeutet, wir brauchen nur noch einen dritten Keeper. Das ist das Einzige, was wir jetzt tatsächlich noch benötigen. Unbedingt nochmal einen dritten Keeper und dann passt das soweit. Dann steht die Mannschaft. Ich glaube, abgeben will ich auch gar keinen mehr. Oder haben wir da noch jemanden auf der Liste? Ja gut, Gore soll noch verliehen werden, aber das ist jetzt auch alles halb so tragisch. Wenn er dann noch bleibt, dann spielen wir wahrscheinlich gleich tatsächlich gegen West Ham. Okay, aber wir haben noch keinen dritten Keeper, dann gehen wir da nochmal rein. Also, ihr hattet mir hier Fordingham vorgeschlagen oder eben Butland. Ich denke, Butland ist fast schon zu gut als dritter Keeper. Der dürfte Stammspieler bei den Rangers sein und ich glaube nicht, dass er dann Bock hat, statt in der Premier League Stammspieler zu sein, jetzt irgendwie hier dritter Keeper bei United zu sein. Fordingham müsste man halt gucken, was der wert ist. Da können wir ja mal Folgendes machen, einfach irgendeinen Tauschspieler anbieten. Und dann gucken wir mal, was die sagen. Was wäre denn, wenn wir euch beispielsweise Gore anbieten? 1,7 Millionen ist der wert. Okay, die wollen 2 Millionen plus eine Weiterverkaufsklausel. Gehen wir mal runter auf 1,8 Millionen. Gucken mal, was sie sagen. Sie wollen 2,1. Komm, wir machen 2 Millionen für den dritten Keeper. Das zahlen wir dann. Damit sind sie einverstanden. Wir wissen jetzt nicht ganz, wie stark er ist. Aber wenn man da mal raufguckt. Sprungkraft ist okay. Auch hier bei den Fähigkeiten sieht er halt aus wie so eine Mitte-70er-Keeper. So circa. Hauptsache, man hat einen dritten Mann und dann passt das. Und mit Fordingham hat man dann ja auf jeden Fall keinen allzu schlechten. Meistens, also bisher kommt es eh nicht vor, dass sich der Torhüter bei EA Sports FC verletzt. Versuch mal 3 Jahre. Er will nur ein Jahr, machen wir 2 draus. Ist auch vollkommen okay bei dem Alter. Ich meine, seine Rolle ist ja jetzt nicht irgendwie wichtig. Er will 55k, okay. Wir versuchen mal, ob er auch 50 akzeptiert. Ist fast schon auf Hall-Niveau. Okay, akzeptiert er tatsächlich. Hat da nochmal kleine Reduzierungen angenommen. Und damit haben wir hier den Keeper von Sheffield United nochmal verpflichtet. Wes Fordingham.
für 2 Millionen Euro von Sheffield United. Ja, wäre sogar nochmal günstiger gewesen, aber der ist perfekt. Hat eine 75, wenn ich das eben richtig gesehen hatte. Dann passt das auch. Hat hier die Nummer 12, das passt auch perfekt. Ja, komm. Damit sind wir also perfekt aufgestellt. Onana, Bayindir und Fordingham, top. Klar, wir haben jetzt keinen super jungen Keeper bisher, aber liegt halt auch einfach daran, weil Onana selber erst 28 ist, Bayindir als Backup mit 26 Jahren das auch bisher super gut gemacht hat. Da brauchst du dann auch nicht die ganz junge Variante. Und damit, wenn man sich den Kader jetzt nochmal angucken will, Leute, kann eigentlich die Premier League losgehen. Wir haben im Tor jetzt Onana, Bayindir und Fordingham. Top, dreifach besetzt, passt. Selbst wenn Fordingham mal spielt, habe ich da keine Kopfschmerzen unbedingt. Und bei Bayindir wissen wir eh, was er kann. Innenverteidigung, jetzt Tomori, Martinez, Varane, Danilo, Maguire, Fisch. Du hast 6 Optionen, die da spielen können. Komplette Ruhe. Auf Außen hast du Dalot, Theo Hernandez, Danilo, der auf beiden Seiten spielen kann, Wan-Bissaka und Hall. Also auch hier hast du mindestens 5 Optionen. Sogar noch eine 6. mit Archie Gray, der auf rechts aushelfen kann, auch wenn er das nicht machen soll unbedingt. Aber auch hier mehr als genug Optionen. Im Zentrum hast du Maino, Mason Mount, Archie Gray, Matt O'Reilly. Du hast McTominay. Also auch hier hast du mehr als genug Spieler. Wenn es sein müsste, könnte auch Bruno Fernandes noch im ZM spielen. Also auch hier die Flexibilität. Dann hast du im ZOM eben Uzun, Diallo, die da jeweils spielen können. Du hast einen Matt O'Reilly, du hast einen Bruno Fernandes. Auch hier hast du mehr als genug Optionen. Auf Außen mit Anthony, Garnacho, mit Rashford, mit Diallo, mit Sancho, mit Greenwood. Auch hier super, super viele Optionen. Und im Sturmzentrum hast du auch Diallo, der da spielen kann. Rashford und Greenwood, die da jeweils spielen können. Du hast Ivan Toney und du hast Højlund. Also auf jeder Position haben wir zig gute Optionen. Ich denke, insgesamt ist der Kader ready damit für die neue Saison. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch ins erste Spiel. Am Abschluss bringen wir nochmal Fimarzen. Ist natürlich ein guter Mann, aber so einen starken Spieler brauchen wir da jetzt gar nicht als zweiten Mann. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir da Hall aufbauen können. Kommt noch was rein. Interesse Fidalinga und der FC Liverpool will Sancho, okay. Interessant. Gibt jetzt nicht so viele Gründe, ihn abzugeben. Vor allem nicht an den FC Liverpool. Deswegen gehen wir erstmal mit einer ganz hohen Forderung rein. Machen sie nicht. Jürgen Klopp will seinen Ex-Schützling dann nicht haben. Und dementsprechend bleibt er... Obwohl, war Sancho mit Klopp noch? Okay, wahrscheinlich... Nee, oder? Oh, jetzt muss ich gerade echt überlegen. War Sancho noch... Nee, der kam später, ne? Ihr wisst es eh besser als ich. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt rein ins erste Game der Season. Die Premier League startet offiziell im London Stadium gegen West Ham United. Das dürfte ein interessantes Duell sein. West Ham United in der Regel auch immer mit einer guten Truppe unterwegs. Wichtigster Spieler hier auf jeden Fall Kudos. Der ist auch richtig stark und wir gucken mal, wie es so wird gegen die Hammers. Hier mit der Aufstellung von West Ham United mit Arango im Tor. Das ist ein 18-jähriger Costa Ricaner hier im Tor von West Ham United. Henrichs auf rechts, Mavropanos, Aguar und Robinson in der Viererkette. Alvarez und Ward-Prowse hier im ZDM, Kudus und Santos auf Außen, Paqueta im ZOM und Alexandre Lacazette im Sturmzentrum im 4-2-3-1-System. United hier mit André Onana im Tor, Dalot, Tomori, Martinez und Hernandez in der Viererkette, also die beiden Top-Neuzugänge, Theo Hernandez und Fikayo Tomori gleich von Anfang an mit dabei. Maino im ZDM, Anthony auf rechts, Mount im Zentrum, Fernandes im ZOM, links Garnacho und ganz vorne haben wir dann Rasmus Højlund im 4-2-3-1-System bei Manchester United. Garnachos Ball, spielt den auf Theo, gut gespielt auf Rasmus Højlund. Rasmus Højlund, die erste Chance der Partie, aber Arango hält den Ball. Der Costa Ricaner hier mit der ersten Parade in der neuen Saison und es bleibt erstmal beim 0-0. Kudus mit einem guten Antritt. Da kommt erstmal Mount nicht ran, Theo Hernandez stört da gut und Theo Hernandez holt sich den Ball. Stark, wie er es gegen Kudus macht hier, wie er sich den Ball da holt. Und Hernandez leitet hier auch gleich den Konter auf Garnacho ein. Und jetzt haben wir hier Garnacho. Garnacho schneller als sein Gegenspieler. Garnacho spielt in den Zentrum. Højlund mit dem Schuss. Arango hält den Ball aber. Kudus jetzt hier und Kudus mit einem unglaublichen Antritt hier. Macht das stark über die rechte Seite. Kudus mit einem guten Antritt, aber der Ball ist zu weit. Na, der ist doch nicht zu weit. Der Ball macht den rein. Der macht den hier tatsächlich rein. Kudus setzt sich gegen alle durch. Macht das stark da über die rechte Seite. Und das 1-0 für West Ham United. Onana war eigentlich knapp dran, kann aber hier nicht entscheidend stören. Und dann ist Kudus einfach zu entscheidend hier in seiner Aktion. Hier sehen wir es gleich nochmal. Onana
fast dran gewesen. Musste natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass er nicht Kudus komplett weghaut. Und dann ist das Tor eben frei. Hatte sich entschieden, da rauszurennen. Onana grundsätzlich nicht falsch, die Entscheidung. Am Ende kann sich aber dieser Mann hier durchsetzen und West Ham United geht hier in Führung nach 40 Minuten. Erster Treffer der neuen Saison natürlich hier für Mohamed Kudus. Und United muss erstmal mit einem Rückstand klarkommen. Freistoßmöglichkeit jetzt hier für Paqueta. Den bringt er da rein. Tomori klärt den fürs Erste. Anthony wirft sich da auch gut rein und jetzt hier Højlund. Und Højlund versucht zu überlaufen. Højlund versucht hier Robinson zu überlaufen. Højlund jetzt hier nach wie vor im Ballbesitz. Muss da so ein bisschen abstoppen. Zieht ins Zentrum. Na, hat kaum Anspielstation gehabt. Jetzt hier Theo Hernandez. Hernandez jetzt hier. Hält den Ball und der hohe Ball auf Højlund. Der ist super gespielt von Theo mit der Hacke. Und dann versucht es auch Fernandes hier nochmal spektakulär. Durchaus eine schöne Aktion von United, wenn auch nicht super effektiv. Theo Hernandez spielt den jetzt hier auf Marcus Rashford. Der kriegt den nicht los. Rashford hat den. Ne, da sind zu viele West Ham-Spieler. Und jetzt hier Kudus. Kudus hier wieder mit einem guten Antritt. Hernandez verfolgt ihn dort. Mohamed Kudus macht das stark. Also Hernandez hat auch heute echt Probleme mit ihm. Tomori kann ihn auch nicht stoppen. Kudus macht das überragend. Dann der Schuss von Lacazette schwach. Der Schuss von Lacazette schwach, aber Wahnsinn, wie gut Kudus heute vor, aufspielen kann. Das ist richtig stark. Lisandro Martinez, vieles für den Arzt, nicht. Maino, vieles nicht mehr zu spielen hier für United. Fernandes. Matt O'Reilly spielt ihn super auf Theo. Theo Hernandez hier, Theo Hernandez. Theo Hernandez mit der Flanke, die ist überragend und der Ball ist drin, weil Arango hier einen Fehler macht. Arango mit einem großen Fehler und dann ist es ausgerechnet Lisandro Martinez hier mit dem Treffer, der Innenverteidiger, der mit nach vorne gelaufen war. Vorlage von Theo Hernandez, also auch der ist gleich mal entscheidend mit dabei, aber ganz, ganz grober Patzer davon Arango. Ah, das ist bitter. Das ist bitter für den Mann. Hier sehen wir nochmal, zack, die Flanke kommt super, Martinez, aber was macht Arango da? Eieieiei. Ich meine, anderer Arango, Grüße gehen raus an die Gladbach-Fans, der war ja mal für andere Sachen bekannt. Aber der, ja, aber das Ding hier, Junge. Das war nicht gut. Das war nicht gut von ihm. Für uns natürlich super. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit in dieser Partie. Vielleicht können wir irgendwie sogar nochmal das Comeback schaffen. Schön wär's. Und da hat Rashford auch gleich mal hier gut gegengepresst. Stark gemacht. Matt O'Reilly jetzt hier. Und jetzt hier Bruno Fernandes gibt den weiter auf Ivan Toni. Da haut das Ding rüber. Er haut das Ding rüber. Ivan Toni hat die Riesenchance zum Ausgleich und nutzt es nicht. Wahnsinn. Martinez wieder hier Zweikampf gewonnen im Kopfballduell. Stark. Anthony jetzt hier. Und der Pass jetzt hier auf Ivan Toni. Stark. Toni hält den Ball. Gibt den erstmal Bruno Fernandes. Bruno Fernandes in den Lauf von Anthony. Anthony mit dem Schuss. Arango hat den. Und der Ball ist fast in der Ecke. Nochmal eine Ecke. Dieses Mal hält Arango. Jetzt hier Bruno Fernandes. Wir brauchen eine gute Ecke. Die kommt nicht schlecht. Den klären sie nicht gut. Rashford nochmal. Was machen sie denn da? Das ist hier gefährlich. Jetzt nochmal Anthony. Gib den ab. Bruno Fernandes, was für eine Schlussphase hier. Gib den nochmal auf Anthony. Der hat den linken zum Abziehen. Der wird aber abgewehrt und... Das Ding ist durch. 98. Minute, der Ref pfeift ab. West Ham rettet hier das 1-1 nochmal. United kommt aber auch nur zum Treffer, weil Arango komplett gefailt hat da hinten. Spieler des Spiels, muss man fast schon sagen, war dieser Mann hier. Kudus hat uns nämlich echt brutale Probleme bereitet. Und ja, insgesamt eigentlich ein dominanter Auftritt. 70% Ballbesitz, höherer XG-Wert, mehr Schüsse gehabt, deutlich mehr Pässe und Co. Also das Spiel hatten wir an sich unter Kontrolle. Aber der überragende Mohamed Kudus hat uns einmal überwältigt und hinten hatte West Ham dann ein bisschen Pech, dass Arango das Teil nicht festgehalten hat. Und wir haben jetzt hier dicke Angebote. Okay, erstmal hier für Anthony und hier muss ich sagen, boah, bei Anthony bin ich echt gesprächsbereit. Wir fordern erstmal natürlich sehr viel, weil ich will gucken, wie hoch geht die Roma. Aber ich glaube, für 55 würde ich ihn abgeben. 42 ist mir zu wenig. Wir gehen mal auf 56. Nee. Also ich wäre bereit, ihn für 55 abzugeben, sage ich euch ehrlich. Aber nicht viel weniger. Vielleicht würde ich mich so auf knapp über 50 noch runterhandeln lassen, aber für unter 50 auf keinen Fall. Meino steht nicht zur Debatte, der ist unverkäuflich.
Und Real Madrid will Bruno Fernandes. Okay. Interessant. Lass uns eine Summe festlegen, wo ich sage, ich gebe ihn ab. 150? Wir fordern auch hier erstmal wirklich eine dicke Summe. 160 Millionen. Also sie bleiben bei 117. Also ich sag mal so, unter 140 gebe ich ihn, glaube ich, nicht ab. Ich glaube, das ist echt die Schmerzgrenze, wo ich sage, 128 bieten sie jetzt. Okay, ich gehe wirklich, wir gehen fast ans Minimum. Ich sag 145 Millionen und ihr kriegt den. Oh! 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 Okay. Real Madrid ist bereit, 145 Millionen für Bruno Fernandes auf den Tisch zu legen. Okay. Okay. Das ist natürlich eine Summe. Das ist natürlich eine Summe. Das muss man sagen. Das ist eine dicke, dicke Summe. Wären die denn auch bereit, mir Brahim Diaz auszuleihen? Einfach mal, okay, mal fragen. Nein, werden sie nicht. Okay. Wir gehen erstmal vor. Langwood, Fichan, Uzun, das machen wir natürlich gar nicht, weil wenn Bruno Fernandes geht, ist es gerade eigentlich die Chance, Fichan, Uzun viel zu spielen. Aber erstmal will ich Gewissheit haben. Wir haben Scouting-Updates. Transfermodus für Bayinde, das macht für mich auch keinen Sinn. Lehne ich ab. Leihangebot für Archie Gray, auch das. Ah. Archie Gray, will ich eigentlich auch behalten. Nee, lehne ich auch erstmal ab. Gehen wir erstmal auf die ganzen Scouting-Updates ein. Wir haben einmal ihn hier, aber der hat auch nicht das Potenzial oder auch die Stärke, um ihn zu holen. Ihn gucken wir uns nochmal einen Monat an. Er hier könnte interessant sein, weil er eine relativ hohe Stärke hat. Auch wenn da das Potenzial auch nicht ganz so groß war. Aber okay. Dann haben wir hier einmal Kaya, der ist nicht gut genug. Auch er hier nicht. Kara könnte interessant sein. Und der nächste Kaya ist auch nicht so gut. Und jetzt hier Chapman. Nope. George müsste man nochmal einen Monat sich angucken. Genauso ihn hier. Thompson können wir auch nochmal einen Monat schauen. So. Der Rest kann erstmal weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Wechselt Bruno Fernandes oder lehnt er das ab? Bruno Fernandes wechselt für 145 Millionen zu Real Madrid. Wow. Das ist natürlich eine Summe. Das ist natürlich eine dicke Summe. Jetzt ist halt die Frage, was wir da machen. Ob wir sagen, okay, wir akzeptieren den Abgang von ihm und geben das hundertprozentige Vertrauen Can Uzun, was natürlich ein großes Vertrauen wäre. Wir haben als Backup da natürlich Matt O'Reilly beispielsweise. Wir haben da Hamad Diallo, der da spielen kann. Das wäre eine Möglichkeit, die aber nicht ganz unriskant ist. Nizza will Wan-Bissaka, das lehne ich jetzt erstmal instant ab, weil ich mir da keine neue Baustelle aufmachen will. Ja, so Stand jetzt hätten wir da Can Uzun natürlich, der da spielen würde, das ist klar. Uzun hätte jetzt natürlich die Riesenchance, er ist halt gerade mal 18. Ich meine, wir haben Onana ist 28, Dalot ist 25, Tomori ist 26, Martinez 26, Hernandez 26, ja, alle da hinten im besten Alter. Maino gerade mal 19. Mount 25, Anthony 24, Garnacho 20, Uzun 18 und Rasmus Højlund 21. Wir haben halt eine verdammt junge Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Eine verdammt junge Mannschaft. Und hier könnte man natürlich schon sagen, jo, schauen wir mal, ob nicht ein Can Uzun sich da vielleicht sogar festsetzen kann im ZOM. Weil eine Sache ist auch klar, einen Bruno Fernandes, den ersetzt du jetzt nicht durch, egal, kaum, wem willst du da holen? Es gibt wenig Spieler, mit denen du ihn ersetzen könntest. Ein Spieler, der mir direkt einfallen würde, wäre auch ein Engländer, wäre beispielsweise James Maddison.
Das wäre natürlich was. Das wäre auch ein 1:1-Ersatz, könnte man sagen. Hätte was, weil er auch Engländer wäre. Ja, könnte man machen. Ein anderer, der mir da natürlich in den Sinn kommen würde, wäre ein Deutscher. Das wäre Florian Wirtz. Das wäre natürlich der Spieler. Boah, warte mal. Boah. Boah, stellt euch mal vor, wir holen uns einen Florian Wirtz. Das wäre ja komplett abnormal. Das wäre. Wow. Madison oder Wirtz wären so die zwei, ne? Andere Optionen, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was ihr so sagt. Was sagt ihr? Einen Brechertransfer holen? A la Florian Wirtz, a la Madison oder gern andere Vorschläge? Ich sage, Brahim Diaz fällt aus erstmal. Wobei, jetzt wo Dings da ist, vielleicht kann ich ihn doch nochmal leihen. Wir können es ja nochmal fragen. Weil Brahim Diaz würde ich, wenn überhaupt, nur leihen. Weil ihn jetzt kaufen will ich nicht. Brahim Diaz, da haben wir ihn, ne? Müsste er hier sein, genau. Vielleicht klappt das ja. Ne, haben halt kein Interesse dran. Ja, logisch, warum auch? Klar könnte man auch so, also Musiala würde ich jetzt nicht holen wollen unbedingt. Aber ja, Bayern mal guckt. Der natürlich auch komplett crazy ist. Könnte es natürlich auch einfach sagen, wir holen uns einen Thomas Müller, wäre auch wild. So als erfahrene Alternative. Aber nee, das machen wir jetzt mal nicht. Das passt nicht ganz zur Philosophie des neuen Uniteds hier. Ja, eine andere Alternative wäre sonst zu sagen, wir holen einfach einen jungen Konkurrenten zu Uzun und holen uns einfach nochmal Yilmaz von Juve. Einfach nochmal ihn hier holen. Sein Vertrag läuft sogar aus. Das wäre natürlich auch was man machen könnte, aber nein. Also wenn, dann will ich schon, wenn wir auf Jungen gehen, dann will ich schon auf Can Uzun setzen. Oder wir hauen halt wirklich einen raus und holen uns Madison oder Wirtz. Also schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr mich jetzt fragt, ich glaube, ich würde sogar... Oh, Madison wäre schon geil irgendwie. Ah, Madison wäre schon geil, sage ich euch ehrlich. Also in diesem Team ja noch so James Madison haben, wäre nicht übel. Natürlich Wirtz ist nochmal der krassere, rein jetzt vom Talentlevel und Co. her. Und auch ein Ticken besser in der Gesamtstärke. Aber so ein James Madison bei United, Engländer im besten Alter, in dieser Jungtruppe, wäre nicht schlecht. Es wird natürlich auch noch Sudakov geben, wenn man sagt, okay, man vertraut vielleicht Uzun, aber will noch eine weitere Alternative dort haben. Oder man holt sich halt Yilmaz, aber... Jetzt geht ja John Neves, kann da halt nicht spielen. Kudus kann da natürlich theoretisch spielen, wäre auch noch eine Variante. Aber gut, ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Bruno Fernandes, auf jeden Fall jetzt Spieler von Real Madrid. Monster Deal natürlich. City will Onana, das könnt ihr vergessen. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was sagt ihr? Madison holen, Uzun auf Uzun setzen. Was würdet ihr wählen? Gerne mal in die Kommis ballern. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab und bye bye.